Die Lola für die beste männliche Nebenrolle geht an Michael Gwisdek. Oh boy, Jungs, seid mir nicht böse. Habt vielen Dank, habt alle Dank, die mich gewählt haben. Aber ich muss natürlich auf die Situation Vater und Sohn eingehen. Und also ist noch nicht so lange her. Robert und ich haben ein einziges Mal um die Wette gespielt miteinander bei mir im Studio. Und wir haben unsere Zähne, die gleiche Zähne gespielt. Es ging um ein zum Tode Verurteilter, der noch mal was sagen durfte. Und haben uns gegenseitig gefilmt und wollten dann Kritik machen, wie man sowas macht. So. Robert fing an, Kamera lief, er spielte noch nicht, aber Kamera lief schon und dachte so nach. Dann kam der Text. Also war nicht schlecht, was er gemacht hat, war wunderbar, aber irgendwie nicht spektakulär genug. Und ich dachte mir so, jetzt wirst du diesem jungen Burschen mal zeigen. Gefühlte 68 Jahre Mimik und was man mit so einem Gesicht alles machen kann und mit der Stimme. Und hat mir den Arsch aus der Seele gespielt. Fand mich großartig. War auch wirklich, Robert war sprachlos. Sagte kein Ton. Nach einer Weile habe ich mal gefragt, na und? Sagt er, na ja. Ich sag, was ist na ja? Na ja, irgendwie so, war so gespielt. Ich sag, na klar, ich bin ja kein zum Tode verurteilt, dann muss ich ja spielen, muss ja irgendwie spielen. Ja, aber hab's dir nicht so richtig geglaubt. Ich meine, ihr wisst alle hier im Saal, dass das der tödlichste Satz für einen Schauspieler ist. Ja? Spielst dir einen Seele aus dem Arsch und dann sagt einer, ey, glaubt dir das irgendwie nicht so. Geht gar nicht. So, Schnitt. Oh boy. Diese Szene hier. Ich sitze in der Kneipe, hinten in der Ecke. In der Unscharfe, aber so gut, so. Vorne in der Schärfe sitzt wieder so ein junger Schauspieler, Tom Schilling. Kamera läuft, denke, wann spielt der denn? Dann fängt er an nachzudenken. Die Götter wissen, über was er da den... So, also ich sah das da hinten durch meine Unschärfe durch und sagte, wenn ich dran bin, dann werde ich denen hier mal zeigen, wie man... Ich spiele hier eine, wollte ich ja schon immer mal machen, also so eine besoffene Szene, wo Tom Schilling vom Sessel fällt. Alles gebe ich so. Und kurz vor der Einstellung fällt mir Robert ein. Und der hat doch die Frechheit besessen, warte, Pointe kommt noch. Der hat die Frechheit besessen, an dem Tag, wo wir gegeneinander geübt haben, doch zum Schluss noch zu mir zu sagen, weißt du, Papa, versuche doch mal einfach nicht immer zu spielen, so, sondern denk doch mal nach. Und wenn du den Text begriffen hast, dann sag ihn einfach.
Und ob er mir glaubt oder nicht, ich habe kurz vor der Einschreibung gesagt, ich lasse die besoffene Nummer weg. Bisschen schon, aber nicht so. Und mache jetzt das, was Robert mir ans Herz gelegt hat. Und Peng! Robert, mein Sohn, ich liebe dich. Ich danke dir. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn du mir damals diesen Satz nicht gesagt hättest, würdest du vielleicht jetzt hier heute stehen. So ist das Leben.